muss irgendwas anderes sein. Unglaublich, dass du das Gleiche für mich hattest, Xolana. Was soll ich sagen? Wir haben beide einen guten Geschmack. Aber klar doch. Im ewig wachsenden Gestein. Kristalle und Mineralien wachsen ständig. Das habe ich in der Schule gelernt. Was ist Schule? Lassita, wo habt ihr die Diademe her? Na, von dort, wo alle ihre Juwelen herkriegen. Politeus, ich hätte es wissen sollen. Wir müssen herausfinden, wo er sie herbekommt. Kristalle und Mineralien, die wachsen? Ist das der Grund, weswegen es mit deinem Geschenk noch dauert? Mag sein. Du wirst schon sehen. Na, sieh einer an. Ich wollte mich gerade auf den Weg zum Palast machen. Was wollt ihr denn hier? Wir müssen mit Ihnen über Kristalldiademe reden. Ah, gut. Der Freundschaftstag, nicht wahr? Ich habe hier ein paar brandneue, super... Eigentlich wollen wir von Ihnen nur wissen, woher Sie die Kristalle haben. Ach, wieso sollte ich euch das verraten? Wie soll ich euch denn Kristalle verkaufen, wenn ich euch verrate, wo ihr sie kostenlos bekommt? Nun wissen Sie, unter Umständen könnte es sich für Sie lohnen. Ach, wir müssen es wissen. Wir suchen den nächsten... Ring? Woher wissen Sie das? Clever geraten. Und du hast gesagt, es gibt eine Belohnung? Naja, natürlich müsste ich erst mit dem König reden. Ich bin ganz sicher, dass du das regeln wirst. Lasst uns gehen. Ja. So, wir sind jetzt fast da. Er hat nicht mal mit Mo gefeilscht. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Er hilft uns jedenfalls nicht, weil er so ein gutes Herz hat. Wir müssen aufpassen. Aha. Hier. Hier ist sie, in diesem Felsen. Die Kristallhöhle. Sieht gefährlich aus. Ist es gefährlich? Lasst es mich so sagen. Am besten wir gehen rein. Es wird euch sicher den Atem rauben. Unglaublich. Das ist ja schräg. Seht ihr das auch? Lass mich mal probieren. Der Wahnsinn! Ja, als würde es nicht dich reflektieren, sondern deinen besten Freund.